Und nun von Adalbert zu Max. Er erblickte am Silvesterabend 1976 das Licht der Welt. Sein Vater ist ein gewisser Götz Jäger und seine Mutter eine gewisse Muse. Eine Dame mit häufig wechselndem Umgang mit Künstlern. Der Knabe, der aus dieser innigen Verbindung hervorgegangen ist, war schon bei seiner Geburt reichlich alt. Aber er hatte ein unglaublich junges Herz und eine goldene Seele. Und genau damit eroberte er sich Silvester für Silvester ein Millionen-Fernsehpublikum und nun auch seit einigen Monaten in dem Musical Ferien mit Max das Publikum des Metropoltheaters in Berlin. Die Musik schrieb Gerhard Siepholz und Sie wissen natürlich längst, von wem ich rede. Von Maxe Baumann aus Berlin. Heute Abend hat er das Fernsehballett an seiner Seite und ich freue mich ganz besonders auf Gerd E. Schäfer. Im stillen Winkel in Berlin, da setz ich mir nach Feierabend hin, blies die Rosen und ruh meine Seele aus. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Haus. Ich hab im stillen Winkel in Berlin, da setz ich mir nach Feierabend hin. Ich gieß die Rosen und ruh meine Seele aus. Hier fühl ich mir wohl, hier bin ich zu Haus. Hier fühlt er sich wohl, hier ist er zu Haus. Haufen Kleister. Jeder, dem was drückt, spielt sofort verrückt. Doch wenn ich mal Kummer habe, ist kein Mensch entzückt. Eine Hand soll stets die andere waschen. Jeder will Zippe Glück erhaschen. Denn je wie mir scheint,
wirklich nur vereint. Und wenn's jeder mit dem Nachbar etwas besser meint, im Fall eines Falles bin ich Mädchen für alles. Und hast du ein Problem, Lehm, klopf bei mir an. Ja, im Fall eines Falles, Maxe macht beinahe alles. Denn nur ich bin der Mann, der helfen kann. Im Fall eines Falles, bin ich Mädchen für alles. Hast du Sorgen, ja dann hab ich du im Fall eines Falles, oh, für mich einmal alles. Denn nur so ist das Leben halb so schwer. Also ich finde ihn ganz einfach toll.